Einen wunderschönen. Ich bin Siglinde, ich spiele zum ersten Mal Retail WoW und heute schaue ich mir den Flammenschlund an. Irgendwie, naja, wir sind auf jeden Fall in Orgrimmar drinne. Unser Monk macht hier schon super Strahl. Und die Allianz hat sie irgendwie sich reingelümmelt. Wir haben einen Random mit dabei. Ich weiß nicht, ob der Random Geduld hat. Ja, werden wir sehen. Ich habe vor über einer Stunde einen Auflegungstrupp ausgesandt, um bislang hat sich noch keiner zurückgemeldet. Und jetzt kommen diese verdammten Hunde in Massen aus dem Schlund hervor. Okay, das sind aber nicht mehr die Trocks von damals, oder? Kann es sein, dass der Trock da hinten tot liegt? Ich glaube ja. Ich weiß nicht, was dort unten vor sich geht, aber ich gehe nirgendwo hin, bis meine Männer wieder habe. Ich will, dass er dort hineingeht und sie findet. Machen wir. Wir sollen Leute retten. Und die macht ein Portal, ne? In Retail muss man nicht alles überfragen, da ist alles crazy, okay. Ich bin gerade live on stream für Leute, die auf YouTube gerade schauen. Die Horde nutzt dunkle Magie, um die Bestien zu kontrollieren und ihre Brüder hier unten zu verderben. Das sind aber nicht Hordenleute, oder? Weil die Horde muss ja den Dungeon ja auch machen. Ich glaube, das ist eine Fehlinformation von der Allianz. Dem beabsichtige ich, einen Riegel vorzuschieben. Aber zunächst muss ich wissen, womit wir es überhaupt zu tun haben. Und da kommt ihr ins Spiel. Kämpft euch durch die Höhlen und sammelt die Insignien, die die Kultisten bei sich tragen. Machen wir. Dunkelschaman. Diese Dunkelschamanen sind schon seit Monaten hier unten, züchten Bestien und führen dunkle Rituale aus. Ich weiß nicht, was ihr mit all dem bezwecken, aber Freunde der Allianz sind sie auf jeden Fall nicht. Ich brauche eure Hilfe, um sie aufzuhalten, sagt Linde. Kämpft euch durch den Schlund. Na gut, dann einmal los. Ich muss auch gucken, Akku müsste ich locker halten können, oder? Oder gibt es so ein System, dass ich kein Akku halten kann? Okay, ist das ein Grafikfehler? Auf jeden Fall sind die Trocks weg. Ja, früher war das halt voll mit Trocks hier drin. Ne? Mittlerweile sind es Hunde und die Trocks wurden getötet. Macht mich irgendwie ein bisschen traurig. Ja, Flammschlund ist wahrscheinlich der Dungeon, den ich am meisten gemacht habe. Und das ist, glaube ich, ein Grafikfehler, oder? Ich kann die Akku nicht verlieren. Okay, das finde ich sehr gut. Also, Flammschlund ist wirklich der Dungeon, den ich immer tausendmal gemacht habe. Und irgendwie finde ich es schade, dass diese ganzen Trocks hier tot liegen. Ja, das ist fühlt sich komisch an. Und da ist aber immer noch der Dudu drin, oder? Nee. Okay, wer ist er denn? Achso, das sind die, die ich dich befreien soll. Verderbter Hundemeister. Und ich habe so, zur Not auch noch einen Taun. Den habe ich auf meinem Tee. So. Ist das eine Falle auf dem Boden? Ich weiß nicht, ob das von uns oder vom Gegner ist, dieses Rote. Normal ist ja immer die Regel, wenn irgendwas auf dem Boden rot leuchtet, sollte man lieber erstmal rausrennen. Da vorne scheint der... Jetzt haben wir ihn. Okay, ich glaube, die haben sich irgendwie übernommen hier drin. Kann das sein? Die wollten diesen Hund zähmen oder beschwören oder so. Und jetzt hat der... Das ist der DK-Bodeneffekt, okay. Und dann hat der Hund die aber leider alle aufgegessen. Lauf, schreibt er. Oh, wir haben einen gerettet. Na gut, dann gehen wir mal auf den Hund drauf. Machen wir mal ein... eine Zwergenfähigkeit an. Ich muss leider mal schauen, ob es hier unten noch lang geht. Also früher war hier normalerweise nichts in dem Bereich. Aber vielleicht ist da drüben noch was. Inferno-Sturm. Okay, der ist einfach nur gecharged, oder? Ich kann immer zurücktaunen. Sehr gut. Dong. Ersten Boss besiegt. Und wir bekommen Armschienen. Wunderbar. Da geht es weiter. Also hier scheint nichts zu sein in der Richtung. Ne? Das meine ich, der DK, wir haben einen Random dabei. Ja, wir sind im Stream und wir haben Leute aus dem Stream dabei. Und einen DK, der ist random und der dreht gerade ein bisschen durch, weil ich hier gerade rechts lang laufen will. Aber da muss er leider jetzt durch, der Typ. Okay, hier scheint nichts zu sein. Hier sind nur die toten, verbrannten Trocks leider. Und ein verdächtiger Stein. Ja, vielleicht ist da ein Mob drin, da gucken wir mal rein. Gut, der pinkt richtig rein. Der ist fuchsteufelswild. Na, der muss unbedingt weiter. Ich meine, man kann es auch verstehen, man will ja auch den Dungeon weitermachen. Und normalerweise auf der rechten Seite war hier auch noch der Druidenboss. Der war hier oben. Ne? Ich glaube, in dem Ei, was er gerade aufgemacht hat, war ein Allianz da drin. Ne? Könnte das sein? So. Und eigentlich ist hier, also ich fände es sehr schade, wenn hier nichts mehr wäre. Hier war damals immer noch so ein kleiner Boss.
Und der Druide. Ne. Ist das der Druide, der hier liegt? Ne, ich wollte gerade sagen. Hier liegt ja ein Druide drin, den man eigentlich retten muss, aber. Der scheint gerettet worden zu sein. Ja, da brennt er nicht wie die Trox. Dem geht's hoffentlich gut und er ist wahrscheinlich in Donnerfels und genießt ein Bier. So, dann gehen wir mal weiter. Ah, hier hat man eine Dungeon Map, okay. Also den ersten haben wir besiegt. Und dann kommt hier noch der Schamane. Es gibt auf jeden Fall ein paar mehr Bosse, anscheinend. Und das Ei, da war ziemlich sicher halt dieser eine Mob drin, den wir befreien mussten. Ne? Mal reinlooten. Wunderbar, noch eine Insignie dabei. Dann gehen wir weiter. Und hier waren früher Elementare. Ja, nicht die Orks, sondern diese kleinen Würmer waren hier. Und dann diese. Oh, ich habe halt das Ding benutzt. Machen das mal so. Würmer waren da gewesen und die Elementardinger. Und das war auch oft mein Grund zum Wipen hier drin, wenn man wirklich eine Anfängergruppe hatte. Und du warst erstmal in diesem Dungeon drin. Wenn du nämlich zwei, drei von diesen Elementaren auf einmal gepult hast, du warst normalerweise, ja, hattest du dann gut zu kämpfen. Okay, die Mobs fallen auf jeden Fall innerhalb von Sekunden um. Hallo, Shaman. Wunderbar. Auch down. Und hier ist der. Oh. Okay, was geht hier ab? Dunkelschamane. Aber ich frage mich, wie da die Lore ist, weil sie sagt einerseits natürlich. Einerseits wird gesagt von dem NPC, die Horde macht hier unten böse Sachen. Aber die Horde muss ja selber hier auch rein. Ne? Und das ist ja eigentlich die brennende Legion mit, oder? Na gut, machen wir dann mit dem Boss. Von daher weiß ich dann nicht genau, wer da die Wahrheit spricht. Ansonsten würde die Horde die hier nicht auch bekämpfen wollen. So. Dann nehmen wir den einmal mit. Das war der Boss. Wunderbar. Ist das AOE auf dem Boden? Ich bleib mal drinnen stehen, aber passiert nichts. Okay, ich habe leider nichts bekommen von dem Boss. Und hier kann man auch in Classic nichts machen. Ja, hier gibt es noch so einen Weg hoch. Und da sind einfach Elementare. Aber auch in Classic ist dieser Weg hier oben einfach. Einfach da. Aus irgendwelchen Gründen. So. Ich glaube, das ist der Schaman-Clan da drin. Ne? Das könnte sein, ja. Auf jeden Fall war es damals zumindest die brennende Legion, die sich hier diese Warlocks und so mit drin hatte, die dann Sachen beschworen haben. Und es sind auf jeden Fall Feinde von der Horde. Ne? Das sind. In Classic war es halt. Es gibt ja die Leute hier draußen, ne? Die auch in dieser Höhle und so sind, diese Medaillen haben. Diese Totenbeschwörer und Warlocks und so weiter. Und genau die gleichen sind auch hier drinne. Aber irgendwie sind sie. Was macht ein Baron Nashor hier drinne? Anscheinend spiele ich jetzt League of Legends. Dann holen wir uns mal einen Baron Nashor Buff. Kommen Sie her. Lavaschwein. Ist auf jeden Fall ein cooler Boss. Also, der Dungeon macht definitiv mehr her als der in Classic. Aber es ist auch ein bisschen übertrieben krass. Also, es ist so komisch, einfach so einen riesigen. Also, das Ding, ne? So eine Einheit wie hier, das wäre in Classic WoW ein End-Raid-Boss gewesen. Ne? Den einzigen Wurm, den ich kenne, der genau so ist, ist der Wurm in AK-40, der aus dem Boden rauskommt. Hat mein Schild da gerade noch mehr gepult? Ich glaube ja. Das tut mir sehr leid. Dann machen wir hier mal weiter. Also, wir haben sogar noch eine neue Brust bekommen. Sehr gut. Und zwar, die gibt sogar gut was. Und wir haben ein neues Talentpunkt-Ding. Dame göttliches Ross. Das würde ich aber gerne mal rausnehmen. Ich mache mal hier rein, damit wir weniger Flächenschaden kriegen. Und wir haben da noch eine Hand der Freiheit dabei. So, der pinkt richtig hart rein, der Dude. Der ist einfach so mad. Der Dieke, der kann es nicht abwarten. Alles gut, Leute. Es war zu erwarten. Ja? Die Leute, Ungeduld ist ganz normal. Und wir werden jetzt einmal kurz, um den Dieke hier zu befriedigen. War hier ist ein komplettes Eichilab reingebaut worden? Wait. Ey, der ist aus Burning Crusade.
Das Ding gibt es in Black Temple. Da gibt es einen Boss, der so heißt. Oder nicht so heißt, aber so aussieht. Der ist ziemlicher Prelude gewesen, aber finde ich cool. Ich mag diese Einheit. So ein verderbter Ork. Und normalerweise war hier unten ja dieser eine Warlock-Boss und dann war hier noch Trash-Mobs. Und oben war ein Satyr. In dem Bereich. Da muss ich gleich einmal hinschauen, ob der immer noch da ist. Ich meine, die Bosse haben wir alle down. Aber vielleicht ist er irgendwo da oben. So, Richtoteil noch drauf. Der Stoß. Und dann haben wir den ersten Dungeon geschafft. Und wir haben neue Schuhe. Wir werden immer stärker. Da kommen die Leute angelaufen. Oh, ich habe nicht alle Windreiter gerettet. Fällt mir gerade auf. Die Waldläufer sind leider... Da ist noch einer gerettet worden. Oh, da sind sie gerettet. Ich muss einmal ganz schnell schauen, ob man noch diesen Jump hier hoch machen kann. Kann man hier noch so hoch gehen wie damals? Jo, es geht. Cool. Und dann will ich einmal schauen, ob wir hier noch eine Einheit oben haben oder ob alles wirklich weg ist. Also der Dungeon ist komplett neu gemacht worden. Na, nicht ein alter Mob oder Boss steht hier drinne. Okay, hier ist wirklich gar nichts mehr. Hier war normalerweise ein Satyr, der noch von diesen anderen Leuten beschützt wurde. Gibt es nicht mehr. Dann würde ich sagen, wir gehen einmal die Quest abgeben. Es sieht so aus, als hätten die Dunkelschamanen-Experimente Gordoth in den Wahnsinn getrieben. Hoffentlich ist der Spuk ja zu Ende. Hoffen wir es mal. Wir nehmen mal die Hosen mit. Ich denke, die Stats sind immer circa die gleichen, oder? Insignien haben wir gesammelt. Gut gemacht, St. Lingen, jetzt können wir herausfinden, was sie hier tun wollen. Okay, brennende Legion ist auf jeden Fall nicht mehr, das sind neue Leute. Und er macht wieder diesen Laserstrahl. Also. Das wird die Horde mit Blut bezahlen. Mehr haben nicht überlebt. 5 Leute nur. Okay, aber irgendwie ist die Horde ja hier, aber die Horde bekämpft auch die Horde. Das macht für mich irgendwie wenig Sinn. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Aber das war der Dungeon. Vielen Dank fürs Mitkommen. Haben wir nicht so eine Tasche bekommen? Irgendwie dachte ich, ich krieg eine Tasche. Danke, danke. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, liebe Leute. Tschüssi.